Liebe Freundinnen und Freunde der Freiheit, willkommen zur Freiheit statt Angst 2013. Wir werden langsam starten, erstmal mit der bürokratischen Bitte, dass ich die Fahrzeuge bitte, sich jetzt zum Sammelpunkt zu bewegen. Mit großer Vorsicht bitte durch die Menschenmenge oder fast schon Menschenmasse. Ein paar dürften gerne noch dazukommen. Und ich beginne mit dem bürokratischen Teil. Die Demonstration ist eröffnet. Damit ist der Bereich uns, für uns zu nutzen, der öffentliche Bereich. Er ist entwidmet für den Verkehr. Und es gibt natürlich Auflagen, zu denen ich verpflichtet bin und die ich mit großer Freude jetzt verkünden werde. Vielleicht vorab, nein, ich fange erst mit dem bürokratischen Zeug an. Wir werden eine Auftaktkundgebung haben hier mit Musik, mit Sprecherinnen und Sprechern. Wir laufen dann anschließend eine Strecke, das ist relativ wenig, 3,1 Kilometer. Wir werden von da oben wieder kommen, auf die Bühne zu, werden dann von der Band Banda Pacheco empfangen mit Ska, da können wir also den Rest tanzen. Ihr folgt bitte den Leuten, die vor euch vorweglaufen, dann findet ihr die Strecke auch. Es gibt eine Gefahrenstelle am Roten Rathaus, an dem wir vorbeikommen. Dort ist eine Baustelle normalerweise. Da wurden für uns die Barken bereits abgeräumt, aber in der Mitte der Straße sind noch zum Teil Barken, zum Teil nur die Halterungen, über die man die stolpern kann. Wir werden das mit unseren Ordnerinnen und Ordnern absichern. Falls wir zu wenige vor Ort haben, greifen wir uns dann einfach Leute aus dem Zug und sagen, du bist jetzt Ordner, und die bleiben dann da halt stehen und sorgen dafür, dass keiner dort stolpert. Was muss man da noch erzählen? Toiletten gibt es auch, Menschen mit Behinderungen, für die gibt es auch eine Toilette im Backstage-Bereich. Die Ordner sind bereits eingewiesen worden, den Teil erspare ich mir zu erzählen. Ja, Transparente dürfen nur in einer Art und Weise genutzt werden, die ausschließlich der Meinungskundgabe dient. Sie dürfen weder durch spezielle Lattenkonstruktionen versteift, noch durch Seile, besonders reißfeste Schnüre oder Drähte verstärkt und nicht untereinander verbunden werden. Nein? Gut. Ja, okay. Als verbunden gelten Transparente, wenn sie direkt miteinander verknüpft oder an der Nahtstelle durch lediglich eine Person gehalten werden. Habt ihr alle verstanden, ne? Also pro Transparenz, rechts und links, muss eine Hand dran sein, dazwischen kein Seil. Okay, verstanden. Ist rein wegen Unfallschutzgründen. So. Die vorgenannte Auflage ist den Versammlungsteilnehmern in geeigneter Weise bekannt zu geben und vor Beginn der Versammlung zu verlesen. Okay, ich hoffe, es macht so mehr Spaß. Ja, ich singe dann weiter. Nicht, dass ich hier den Andrea Nahles-Flash kriege. So, für im Aufzug mitgeführte Lautsprecherwagen. Und so, ach, das kennen alle. Also die Wagengeschichten sind geklärt mit allen Leuten. Die habe ich vorab eingewiesen. Denkt daran bei den Fahrzeugen. Es sind dort Ordner drum, die dafür sorgen, dass ihr nicht von den Fahrzeugen überrollt werdet. Bleibt also bitte auf Abstand, seid vorsichtig. Gerade in Schrittgeschwindigkeit, wenn Menschen mitgehen, passieren Unfälle schneller, als man denkt. Es gab da schon einige, auch beim, zum Beispiel im CSD in Köln, schon Tote. Also achtet bitte, seid vorsichtig. Wir sind eine große Masse von Menschen und da kann sich kleine Dummheiten multiplizieren, wie auf Twitter. Ja? Und da sollte man sehr aufpassen. So. Ganz klar nochmal für die Leute, die auf den Fahrzeugen mitfahren, haltet euch daran an das, was euch eure Fahrzeugverantwortlichen sagen, insbesondere was das stehende Mitfahren betrifft und die Absicherung. So, das brauchen wir nicht, das brauchen wir glaube ich auch nicht.
Damit du das Gefühl mit deiner Dürre, okay. Gott. So. Die Begründung muss ich, glaube ich, auch nicht vorlesen. Wer ein Smartphone hat und es sich traut, sich einzuschalten und keine Angst vor IMSI-Catchern hat, kann das auf unserer Website finden. Wir haben übrigens für die Redenbeiträge... Nee, Moment, ich mache erst noch hier mit weiter. Genau. Ich möchte eins vorausschicken zur Begleitung durch die Polizei. Die Polizei in Berlin denkt, dass das alles sehr entspannt wird hier. Es sind jetzt Unterstützung von Kollegen aus NRW hier, weil heute sehr viele Termine in Berlin stattfinden. Es gibt noch weitere Demonstrationen, Großveranstaltungen. Und auch die Beamten aus NRW, ich habe mit jedem Einzelnen einmal gesprochen. Ja, ihr wisst, mit der Wahrheit halte ich es nicht immer so genau. Aber die wirken auch sehr entspannt und es ist auch so dran gedacht, es wird voraus ein Fahrzeug vorfahren, die uns die Straße frei machen, hinten dran eins, die Straßen dann wieder dem Verkehr übergeben. Und wenn alles gut geht, werden wir nur an den Abbiegungen überhaupt Fahrpolizeifahrzeuge sehen. Also wir sind werden als Mitte der Gesellschaft eingeordnet und von uns gehen keine Gefahren aus. Im Gegenteil, wir sind die, die die Welt sicherer machen wollen durch mehr Freiheit. Genau. Für die Redenbeiträge wollten wir eigentlich auch noch Gebärdendolmetscherinnen und Dolmetscher da haben. Das hat leider nicht geklappt. Aber ein Mensch, den ich nur unter dem Namen Draflow kenne, wird mittippen, die Redenbeiträge. Das macht er auch jetzt schon, höre ich gerade. Und unter Draflow.name Doppelpunkt 9090 kann man auf seinem Handy auch die Redenbeiträge empfangen. Also für Leute, die eben nicht hören können, die können dann lesen. Und es gibt auch noch die Domain Quux, also quuxlogic.com mit dem üblichen Aufruf Doppelpunkt 8080. Da kann man auch Redenbeiträge einsehen. Lena, eine Frage, die Telefonnummer soll die... Nein, die ist nur für mich. Okay. So, es muss einfach Geheimnisse geben. Ja, dann kannst du ja deine Telefonnummer auch vergessen. Okay, damit ist, glaube ich, ich guck mal, wo mein Kontaktpolizist ist. Ich sehe ihn gerade nicht. Aber ich glaube, ich würde schon Signal kriegen, wenn die Polizei denken würde, ich hätte jetzt nicht genug Formalia erzählt. Sieht so aus, also alles okay. Dann können wir jetzt zum gemütlichen Teil übergehen. Erst einmal freue ich mich riesig, dass wir so viele sind und möchte einmal einen ganz lauten Jubel hören. Also Leute, ihr repräsentiert 80 Millionen Bundesbürger. Ich möchte den Jubel lauter haben. Noch lauter. Ja. Wunderbar, die Stimmung ist gut. Mein Name ist Padelun vom Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung und Digitalcourage e.V. Und ich erkläre kurz, wie es losgeht. Jetzt haben wir die Startkundgebung. Es spielt, dafür bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich. Max Prosa, ein paar kleines, winziges Konzert. Die müssen dann nämlich sofort einpacken und zu ihrem Auftritt nach Lingen weiterfahren. Toll, dass ihr heute hier noch herkommt. Weiter geht es dann mit Redenbeiträgen, kurzen. Wir haben gesagt, keiner darf über 20 Minuten sprechen. War ein Scherz. Und dann laufen wir los und kommen dann nach gegen 17 Uhr circa hier wieder an den Platz. Denkt daran, sehr, sehr langsam zu laufen. Die Strecke ist sehr kurz. Also wirklich nicht zu schnell werden. Es gilt besonders für die Leute am Fronttransparent. Eine Sache noch. Wir haben gesagt, im Bühnenbereich keine Parteifahnen, wenn ich gerade mal nach rechts gucke, also von mir aus rechts. Zieht ein bisschen bitte weiter höher. Wir haben das extra gemacht. Es ist eine Demo der Bürgerrechtsbewegung von den ganz normalen Menschen draußen im Lande. Und Parteien sind eingeladen mitzumachen. Ihr seid die, die Politik umsetzen sollen, falls ihr gewählt werdet und das dann hoffentlich ordentlich macht. Aber dieser Bereich gehört dem Volk. Applaus
Wir werden, wenn wir zurückkommen, von der Banda Pacheco empfangen, die Ska-Musik spielen. Und dann, wenn wir sehen, dass die Leute sich hier wieder gesammelt haben, gibt es eine Abschlusskundgebung mit auch sehr, sehr interessanten Rednerinnen und Rednern. Selbst aus den USA sind heute Leute eingeflogen, um heute hier mitzulaufen. Zum Abschluss spielt Dota die Kleingeldprinzessin und danach... Wunderbar. Und danach spielt eine DJ oder DJ, ich habe den Namen hier nicht auf meiner Liste, weiß es jemand gerade? Die Kamera kann nicht. Nein, aber sorry, ich habe den Namen nicht, sonst macht er das immer Tannet, aber der kann nicht. Aber tragen wir noch nach.